Soll ich Ihnen mal verraten, warum Pearl TV bei den Zuschauern so beliebt ist? Ja? Wir haben nämlich ziemlich ausgefallene und verrückte und vor allen Dingen innovative Produkte. Das nächste Produkt, was Ihnen da Kai mitgebracht hat, das ist so richtig verrückt, aber auch innovativ. Und was es ist, das verrät er Ihnen jetzt am besten selber. Genau, Ann-Kathrin. Liebe Zuschauer, ich habe Ihnen heute einen Klodeckel mitgebracht. Oh, wie schön, er hat uns einen Klodeckel mitgebracht, Mensch. Wieso bringst du uns einen Klodeckel hier mit ins Studio? Ich meine, das ist ja schon ein Thema, was wir eigentlich nicht so gern ansprechen, ne? Also es wird normalerweise nicht gern angesprochen, aber in dem Fall sollte man es wirklich mal ansprechen, weil es geht ja auch um Hygiene, es geht heute ja auch irgendwo auch um Hygiene, genau, es geht um Hygiene, genau, richtig. Aber es ist ja schon ein Thema, was wir eigentlich ansprechen sollten, weil es ist extrem wichtig, denn es gehört dazu, wie die Luft zum Leben, wie zum Atmen, zum Trinken, Essen, ne? Also es ist ja so, liebe Zuschauer, wir haben Ihnen ja nicht nur einen Klodeckel mitgebracht, sondern wenn wir bei Pearl Geschäfte machen, dann machen wir nicht nur große. Wortwörtlich Geschäfte, wir machen nicht nur kleine, sondern wir machen alle Geschäfte zusammen. Deswegen habe ich Ihnen heute, und Sie kennen das sicherlich schon, die Klodeckel, die soft schließen haben. Das heißt, die einfach sehr langsam zugehen, weil du kennst das sicherlich selber. Mich regt das auch immer auf, wenn irgendwo ein Klodeckel knallt. Ich kenne die, aber die sind alles andere als billig. Genau. Und diese Soft-Close-Dinger sind normalerweise im Preisbereich zwischen 90, 100, 120 Euro zu bekommen. Und jetzt haben wir heute auch einen Klodeckel, einen Toilettendeckel, der auch soft schließt. Aber wir haben noch was viel Besseres. Wir haben nämlich, und das ist ein riesengroßer Hygieneaspekt. Nein. Wir haben einen Toilettendeckel, der, sagen wir mal, auf Sensoren öffnet und schließt. Das bedeutet jetzt, wir haben die sogenannten klassischen Sitz-PPP, also P-Punkt-Punkt-Punkt, und wir haben die, sagen wir mal, Steh-Punkt-Punkt-Punkt. Ja. Und für die Herren der Schöpfung ist es ja meistens das Schnellere, um das im Stehen zu erledigen. Und insofern sage ich einfach mal dem Klodeckel, bitte schön, geh auf. Du berührst es ja einfach über diesen Bewegung. Ah, oh. Ganz genau, so wie du es jetzt gerade gemacht hast. Wir haben jetzt hier oben einen Sensor drin, mit dem wir klipp und klar sagen können, jetzt ist es für die stehende Fraktion und jetzt ist es für die sitzende Fraktion. Also wir haben damit eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal für die Männerwelt, die bekommen nämlich keine Ärger mehr von den Frauen, wenn sie vergessen, den Klodeckel zu schließen. Ganz genau. Aber auch wir Frauen, für uns ist das ein Vorteil, wir stehen ja so auf Hygiene, geht es Ihnen nämlich auch so. Ich habe in jeder meiner Handtasche so ein Händedesinfektionsmittel, das muss überall dabei sein, ich stehe total auf Hygiene, also ist das auch was für uns Frauen. Definitiv, also mir geht es immer so, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und in den Raststätten dann. Ja. Es gibt ja heute diese selbstdrehenden und reinigen Toiletten und allem drum und dran, das ist ja wirklich fürchterlich. Aber hier ist es jetzt mal für den persönlichen Bereich, erstens mal, ich komme mit der Klobrille nicht mehr in Kontakt mit den Händen. Das ist ja auch ein hygienisches Thema. Vom Reinigen her ganz einfach. Und wie gesagt, wir haben für beide Fraktionen natürlich die Thematik zu sagen, mache ich jetzt mein Geschäft im, das Kleine im Stehen oder im Sitzen. Das heißt, die Handhabung ist völlig einfach, wie man sieht, über den Sensor. Und dieser Toilettendeckel schließt auch, wenn Sie das Bad verlassen, das heißt also, wenn Sie die Örtlichkeiten wechseln, schließt dieser Toilettendeckel dann auch nach 15 Sekunden automatisch. Das heißt, auch dieses Vergessen von Toilettendeckeln offen, weil diese Diskussion gibt es ja auch oft genug, du hast den Toilettendeckel schon wieder oben gelassen. Das ist dann auch hinfällig, weil ich wirklich dann nach 15 Sekunden, sobald ich das Bad oder die Toilette verlassen habe, der Deckel komplett wieder schließt. Ich glaube, dieses Thema mit dem Klodeckel ist in deutschen Familien oder Beziehungen das größte Thema, was es überhaupt gibt, Klodeckel vergessen. Ich glaube, das ist immer so ein Streitthema, das ist eigentlich so klein und nichtig und es kann doch so viel Spaß machen, oder? Es gibt Leute, die es nicht stört. Es gibt Leute, die es stört. Mich stört es auch, wenn der Klodeckel offen ist. Aber hier vergesse ich es einfach nicht mehr. Das heißt, wenn ich aus der Toilette rausgehe, 15 Sekunden später schließt das Ding. Siehst du? Und so einfach ist es, das auch zu öffnen. Und wie gesagt, gerade bei, ich sehe das zum Beispiel auch in Cafés, in Restaurants als eine ganz tolle Sache an, weil ich wirklich nicht mehr diese Ekelblockade habe, die ich normalerweise habe, wenn ich auf öffentlichen Toiletten bin. Und es geht wirklich nur mit einem Handstreich. Es ist eigentlich schon fast magisch, wenn man es mal so sieht. Es ist magisch, vor allem für so einen kleinen Preis. Also sollten wir vielleicht wirklich mal den Restaurants und allen Anlagen, wo es eine Toilette gibt, empfehlen, oder? Alle, was öffentliche Bereiche betrifft. Ja, und jetzt muss man nochmal dazu sagen, Ann-Kathrin, wir haben sehr viele Toilettendeckel, die ja soft schließen. Ja. Aber wir haben keinen, die soft öffnet. Soft öffnet. Und natürlich dementsprechend auch ganz klipp und klar sagen kann, klein oder groß, wie ich es brauche. Und die Softschließer, ich sage es nochmal dazu, ab 90, 95, 100, 120 Euro. Wir haben hier mit einem Sensor ein komplettes System für unseren weltbekannten oder sagen wir mal europabekannten Pearl-Preis. Mini, zu einer Top-Qualität. Und das eben auch mit der Hygiene einfach eine ganz tolle Sache. Und bei mir ist es immer so, wenn ich dann auf dem Örtchen sitze, dann habe ich ja irgendwann immer so meine Zeitschriften mal durchgelesen oder auch meine Kreuzworträtsel gelöst und irgendwann langweilt mich das ein bisschen. Und da, liebe Zuschauer, habe ich Ihnen auch noch was mitgebracht. Und das würde ich vielleicht jetzt zwischendrin gerne mal zeigen, Ann-Kathrin. Ja, ich glaube, wir haben da was vorbereitet. Ich habe oder? Da was Kleines vorbereitet. Ich assistiere dir gerade mal, das wenn du hier so schön nett. Spielst. Ich gehe mal kurz rüber. Ist das nicht toll? So. Die brauchen es überhaupt nicht mehr anzufassen. Zack.
Ist das nicht super? Ich breite jetzt etwas aus. Ich habe Ihnen mitgebracht, liebe Zuschauer, heute, wir haben ja eine ganze Menge Golfer in Deutschland. Das heißt, Golf hat sich ja zu so einem richtigen Massensport entwickelt eigentlich. Und wir haben ein Produkt, mit dem Sie auch auf dem Örtchen Ihr Handicap verbessern können. Das heißt, ich habe ja zum Thema am Anfang das Thema schon angesprochen, verrückt. Verrückt, kann man das Wort eigentlich verrückt noch toppen? Kannst du das steigern? Gibt es noch verrückt oder total wahnsinnig schwer eigentlich? Und das trifft es bei diesem Produkt ganz genau. Weil, liebe Damen und Herren, Sie können während Ihres Toilettengangs, während Ihres Geschäftes Golf spielen. Ja, haben Sie schon mal während des Geschäfts geputtet? Ich glaube noch nicht. Ich zeige Ihnen das mal. Ja? Also man könnte jetzt auch sagen, man kann in allen Varianten einlochen, wenn ich das mal so sagen darf. So, und in diesem Fall ist es jetzt so, dass ich natürlich auch ganz gemütlich, ich habe schon einen Ball in der Hand, sollte es mal ein wenig länger dauern, was ja leider öfter mal passieren kann. Sie glauben leider, gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Ab und zu mal länger absolut dauert. Und dann kann ich dementsprechend hier ganz gemütlich in meiner Sitzung mein Handicap verbessern. Spielst du denn auch so richtig Golf oder nur Toilettengolf? Ja, also ich bin zum sitzenden Golfer geworden, seit es dieses Produkt bei uns gibt. Also Kai, das ist wirklich, ohne Witz, das ist ein Bild. Schön, ist das nicht dass toll? Du eingelocht hast. Das ist ein Bild für die Götter, wie du auf Toilette sitzt. Ist das nicht? Ich finde das, der ist übrigens auch extrem bequem, muss man dazu sagen. Ja? Das freut mich für also dich. Also es ist richtig schön. Das ist schön, dass es und dir gut geht. Und der Zeitvertreib ist absolut toll. Und natürlich ganz wichtig dazu zu sagen, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt auf dem Örtchen sitzen, und Sie wollen natürlich bei Ihrer 18-Loch-Golfrunde nicht gestört werden. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie das beiliegende kleine Schildchen an die Tür hängen, damit Sie auch wirklich beim Putten nicht gestört werden. Ich finde das ein super bitte süßes Produkt. Stören. Einfach für die Toilette zum Spaß mal, haben. Komm her, ich bin jetzt die Türklinke. Genau, sag mal die genau, Türklinke. Du bist die Toilette und ich bin die Türklinke. So, ich sitze jetzt gerade, wie man ja sieht, ja. Das, Ann-Kathrin ist die Tür und ich putte. So. Der Kai locht jetzt nochmal ein. Yeah. Ich habe mein Handicap um sage und schreibe 2,6 Punkte verbessert, seitdem ich im Sitzen patte. Darf man nicht vergessen. Ja, früh übt sich, ne? Und egal wo und wann. Also man ich finde das, du, wenn du, ich habe im Bekanntenkreis mehrere Leute, die auch golfen. Ja. Das ist ein Knaller, wenn du das mitbringst, weil Tatsache ist, dass normalerweise bei Feten oder bei kleinen Festivitäten doch auffallend ist, wie viele Leute dann nur plötzlich auf der Toilette mal verschwinden, um das auszuprobieren. Also es kann auch sein, dass es sich dann mal nicht nur im normalen Falle staut, sondern auch da, dass jeder mal sagt, Mensch, komm, ich möchte auch mal ganz kurz aufs Klo und das mal ist der schnell putten. Wahnsinn. Das ist für den Preis ein absoluter Knüller. Ich finde es ein Gimmick, ich finde es eine Sensation als Idee. Würde ich auf jeden Fall mal da mitbestellen, würde ich eigentlich sagen. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich kann das zum Beispiel auch, je nach Sitzgröße und Sitzhöhe, kann ich das natürlich jetzt auch noch Längen verstellen, den Putter. Mhm. Kann den ganz einfach arretieren. Und das ist einfach ein wunderschöner Knaller zum Dazu. Und wenn Sie fertig sind, Sie haben eingepackt, dann, jetzt geht er wieder auf jetzt vom Sensor, dann sage ich ihm jetzt einfach wieder alles in Ordnung. Aber und er nach geht 15 automatisch Sekunden zu. Schließt das ja auch von allein, ne? Genau. War hier nicht noch sowas, was man hier einstellen kann? Jetzt kommt noch was dazu. Ah, okay. Wir können die Sensibilität der Sensoren über ein kleines Rändelrad noch mit einstellen bei dem Toilettensitz. Aber, was jetzt auch ganz wichtig ist, wie funktioniert das? Der muss ja batteriebetrieben oder mit Akku. Tatsache ist, dass wir auf diesem Toilettendeckel, und das finde ich jetzt am Schluss eine ganz einfache Sache, noch unseren Akku mit dabei haben. Und mit diesem Akku zur passenden Ladestation, ich kriege jetzt gerade mal ans Ohr gehängt, ist es so, dass Sie diesen Akku jederzeit wieder aufladen können. Das heißt, wenn Sie merken, der Toilettendeckel lässt nach oder auch der Akku leer geht, und das ist jetzt ganz wichtig, dann haben Sie den riesen Vorteil, dass trotzdem die Systematik, dass es ein Soft-Schließen bei diesem Toilettendeckel ist, bleibt erhalten. Wenn Sie jetzt merken, der fängt nicht mehr an, automatisch aufzugehen, packen Sie den Akku einfach wieder hinten rein nach dem Aufladen. Und das ganze Spiel geht definitiv komm, von vorne Kai, nimm doch nochmal Platz. Das soll war so mal ein schönes Bild. Soll ich nochmal? Ich bin manchmal so gehässig, oder? Aber es ist wirklich ein tolles Bild. Und die Zuschauer erst. Liebe Zuschauer, es komm, ist wirklich noch bequem. Komm, wink nochmal da oben. Und würdest du bitte nochmal ganz kurz, ja, weil ich ja, kann genau gerade nicht. Du darfst ich muss nicht jetzt putten. Werden. Ich muss jetzt mein Spiel Sitzung verbessern. Und zwei Bälle werden übrigens mitgeliefert, ne? Sind im Lieferumfang mit dabei, ganz genau. Und diese jetzt Sitzungen werden natürlich dann auch auf Dauer zu technisch anspruchsvollen Sitzungen, ja? Weil man muss das natürlich auch richtig gut üben. Ja, siehst du? Yeah. Ja? Ich kann Ihnen sagen, ich habe schon zu Hause, es ist ein Knaller, jeder, der bei mir zu Hause ist, der will unbedingt spielen. Also das als Gimmick noch dazu, längenverstellbar nochmal. Und in der Kombination mit unserem selbstöffnenden, selbstschließenden Toilettendeckel. Also ich weiß nicht, wie man schöner die gewissen
Stündchen oder Minütchen auf dem Örtchen verbringen kann, ohne das dass man. Gesagt. Ich finde das völlig faszinierend. Also es könnte sogar uns Männern, die wir der Schöpfung, die ja so wahnsinnig technikaffin sind, könnte es auch mal passieren, dass wir einfach über unser Geschäft mal irgendwann vergessen. Tolle Sache, weil ich stehe da fasziniert davor und. Also Sie sehen, Pearl ist innovativ, Pearl ist hygienisch, Pearl ist spielerisch, risch. Spielerisch, ich genau. Ich habe ein SCH-Problemchen, aber das kriegen wir auch noch in den Griff. Ja, egal was, Pearl ist einfach alles außer teuer und in diesem Sinne, wir spielen noch ein bisschen auf dem Örtchen rum und wir sehen uns gleich wieder. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV-Preis einfach unter 0180 51 51 3x die 2 oder auf www.pearl.tv und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.